Ding. Das Kirchenvideo. Verdammt reich. Re-Upload. Was war denn im originalen Video drinnen? Das unglaubliche Milliarden-Binnis der Kirche. Jo, wir sind hier die Binnis-Männer. Okay, wir schauen uns an. Kleiner Disclaimer vorab. Dieses Video ist ein Re-Upload. So, was habt ihr gemacht? Wir haben unser Kirchenvideo schon mal veröffentlicht. Da sind uns aber ein paar kleine Fehler unterlaufen. Ja? Wir haben uns zum Beispiel einmal bei der Kirchensteuer verrechnet oder der Kirche Unternehmen zugeordnet, die ihr gar nicht gehören. Deshalb haben wir das Video korrigiert und nochmal neu aufgenommen. Okay. Jetzt aber zurück zu den Kirchen. Okay. Denn die sind in Deutschland verdammt reich. Ihr geschätztes Vermögen einfach 300 Milliarden Euro. Das ist einfach... Das ist viel. Mehr als der Börsenwert des wertvollsten deutschen Unternehmens SAP. Ey, aber ich schwöre bei Gott, siehst du, ich habe vorhin noch gesagt, wenn ich auf Gott schwöre, dann macht das keinen Unterschied, weil ich glaube nicht mal an Gott. Ich hätte mir tatsächlich gedacht, dass das, na, ich hätte mir schon gedacht, dass die Kirche mehr Cash hat als so Ding. 230 Milliarden. Und obwohl immer mehr Menschen... Naja, was kostet, wie viel könntest du so die Kirche in deinem Ort verkaufen? Ihr habt safe eine Kirche in eurem Ort. Wie viel ist die Wertschätzungsweise? Safe so 5, 6, 7 Millionen? Da ist ja voll viel Gold und sowas. 10? Wenn die Kirche verlassen, sind ihre Einnahmen so hoch wie nie zu. Wahnsinn! Wahnsinn! Ah, das ist in Deutschland, ne? Damals waren es, ja, so 47 Millionen Mitglieder. Und jetzt sind's. Oder was? Ah, okay, so 41 Millionen. Vor. Wie haben die das geschafft? Wir haben uns einmal richtig tief in die Welt der Kirchen eingegraben und sind dabei auf ein verrücktes Geschäftsmodell gestoßen, von dem diese Herren nur träumen können. In diesem Video zeigen wir euch die 6 großen Business-Gebote, welche Deutschlands Kirchen zu den reichsten der Welt gemacht haben. Let's go. Alle Wirtschaftsunternehmen gucken, dass sie in Europa irgendwie so eine Steueroase finden. Die Kirchen können sich ganz ruhig zurücklehnen, weil sie zahlen sowieso keine Steuern. Aber warum nicht? Kann ich nicht meinen YouTube-Kanal irgendwie als Religion anmelden? Dann zahle ich auch keine Steuern. Okay. Einmal vorab, die eigene Religion ist etwas sehr Persönliches. In diesem Video geht es deshalb nicht um den Glauben an sich. Hier soll es ausschließlich ums Business der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland gehen. Richtig. Und ich glaube auch jeder, der in die Kirche geht oder der Kirchensteuer zahlt und sowas, kann das differenzieren. Weil meiner Meinung nach, schau, ich war damals auch ein Teil der Kirche und ich habe Steuern gezahlt. Aber nur ein bisschen was, weil während du in der Lehrzeit bist, musst du anscheinend keine Kirchensteuer zahlen. Das wusste ich nicht. Die haben mir damals Briefe geschickt und die haben auch gar nicht gewusst, dass ich Lehrling bin. Und dann habe ich da einmal angerufen und habe gesagt, yo, das war überhaupt das Witzigste. Ich hab denen nicht mal irgendwelche Beweise oder sonst was geschickt. Ich habe ihnen gesagt, yo, von 2015 bis 2019 war ich, also mit kurzer Unterbrechung, weil da war ich beim Bundesheer, habe ich meine Lehre gemacht. Können wir da irgendwas machen, das verringern oder so? Ach, ist kein Problem, Herr Kaiser, das streichen wir direkt aus dem Programm. Ich hab gesagt, na, gerne, dann machen wir es so. Und da fangen wir einfach mit dieser Flasche hier an. Die habe ich mir heute Morgen vor der Arbeit gekauft und damit ein Geschäft mit diesen Ladies hier gemacht. Das sind die barmherzigen Schwestern aus München, eine der größten Ordensgemeinschaften der katholischen Kirche in Deutschland. Denen gehört die Adel Holzner GmbH, eine Getränkefirma mit über 185 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Und genau die verkauft unter anderem dieses Getränk hier. Was? Ich habe mir das schon mal gekauft. Weil ich finde die Flaschen voll geil. Hä? Active O2 gehört der Schwester da, oder was? Hier ist sie, Dankeschön von Franz. Neu, Active O2, der Powerstoff mit Sauerstoff. Made by Adel Holzner. Und das ist erst der Anfang. Falls ihr zufällig Fans der Krimiserie Polizeiruf seid, dann habt ihr bestimmt auch schon mal einen Film der Kirche gesehen. Denn die besitzt mit der Firma Icon einfach eine eigene Filmproduktion. Außerdem sind die Kirchen... Warum? Kirchen an Banken beteiligt. Sie sind eine der größten Kunden... KD Bank. Bank für Kirche und Diakonie. Gut, ihr könnt das nicht lesen. Hier, warte. Zack. Hier ist das Logo. Hä? The fuck? Und Bodenbesitzer haben... Gut, Grund und Boden macht Sinn, weil da stehen ja auch die Kirche und sowas. Ein eigenes Energieversorgungsunternehmen und hatten bis vor kurzem sogar eine eigene Unternehmensberatung. Damn. Kirchensteuer kann man absetzen beim Lohnsteuerausgleich, außer man ist wie ihr in Karenz dann nicht. In Karenz? Ich bin nicht in Karenz. Karenz ist was anderes. Die Kirchen gehören zu den größten Akteuren in der Wirtschaft in Deutschland. Carsten Frerk ist sowas wie der Kirchenfinanzexperte in Deutschland. Von denen gibt es in Deutschland nur eine Handvoll. Er schätzt, dass die beiden Kirchen an 50.000 Unternehmen in Deutschland beteiligt sind. Womit wir beim ersten Gebot des Business-Modells Kirche sind. Du brauchst ein diversifiziertes Geschäftsmodell. Das bedeutet konkret,
Wenn plötzlich keiner mehr Active O2 kaufen will, dann haben die Kirchen immer noch viele andere Einnahmequellen, auf die sie sich verlassen können. Also zum Beispiel Banken oder... So schaut das schon viel besser aus, oder? Filmproduktion. Und dieses Business läuft wie geschmiert. Etwa 120 Milliarden Euro sollen die Kirchen im Jahr umsetzen. Das hat zumindest Kirchenfinanzexperte Carsten Frerk ausgerechnet. Wenn's das jetzt in Bitcoin steckst... I know, ist eine unvorstellbare Zahl. Deshalb hier mal ein Vergleich. Der Wahnsinn. Umsatzvergleich. Allianz, Büsch, Deppert, 161. Versorger E.ON macht etwas weniger und der Versicherer Allianz macht ein bisschen mehr. Genau, und hier der Vergleich, der Strich da unten, das bin ich. Ich denke, allein daran sieht man schon, dass die Kirchen in Deutschland nicht nur Glaubensgemeinschaften, sondern auch sowas wie ein milliardenschweres Unternehmen sind. Das sieht man zum Beispiel am Immobilienbesitz der Kirche. Unser Experte Carsten Frerk schätzt, dass den beiden Kirchen ungefähr 150.000 Immobilien gehören. Aber das ist nur eine Schätzung. Wie viele Immobilien die Kirchen wirklich besitzen, ist leider super schwer zu sagen. Dafür müsste man jede einzelne Bilanz der Diözesen und Landeskirchen anschauen. Vor allem jetzt, stell dir mal ganz kurz vor, diese ganzen Immobilien und sowas, die haben sie nicht von heute auf morgen gekauft. Vielleicht haben sie jetzt in den letzten Jahren ein paar dazugekauft und sowas, aber ich meine, die meisten Immobilien wurden wahrscheinlich vor mindestens 10 Jahren gekauft oder so. Was Immobilien allein an Wert dazugewonnen haben, ne? Wahnsinn. Aber nicht alle dieser Geschäftsberichte enthalten Auskunft über Immobilien oder Wohnungsbestand. Außerdem hat die Kirche auch noch Besitzanteile, zum Beispiel Genossenschaften. Das Ganze ist also super undurchsichtig. Und dann sind da ja noch die hunderten Krankenhäuser und tausenden Schulen, die den Kirchen direkt oder indirekt gehören. Über die müssen wir später nochmal reden. Krankenhäuser? Okay, ich glaube, damit ist schon mal klar, die Kirchen bei uns in Deutschland sitzen auf einem ziemlich hohen Vermögen. Wie groß es aber genau ist, das weiß niemand so richtig. Aber es gibt Schätzungen. Die bewegen sich in einem Korridor um die 300 Milliarden. Ey, 300 Milliarden Euro. Zum Vergleich, das wertvollste deutsche Unternehmen SAP wird... Lass mich raten, 324. ...in der Börse zurzeit mit mehr als 230 Milliarden Euro bewegt. Hoppla, ich hab mich... Scheiße. Wertet. Und das ist schon verrückt, oder? Aber das haben die Kirchen halt auch nur geschafft, weil sie sich auf einen supermächtigen Partner verlassen können. Den deutschen Staat. Schauen wir mal kurz rüber nach Frankreich. Dort lebt die Kirche hauptsächlich von Spenden. Im Vergleich zu Deutschland ist sie deshalb ja, relativ arm, kann man sagen. Bei uns in Deutschland ist das anders. Wer bei uns Kirchenmitglied sein will, muss dafür auch bezahlen. Und zwar die Kirchensteuer. Womit wir bei Gebot Nummer 2 für den Erfolg des Businessmodells der Kirche sind. Du brauchst eine mächtige Finanzabteilung. Anders als in Frankreich müssen sich die deutschen Kirchen nicht selbst darum kümmern, dass die Kohle dann auch wirklich auf ihrem Konto landet. Okay, Kindertagesstätte lasse ich mir einreden. Das macht Sinn für mich. Also warum gehe ich in ein christliches Krankenhaus? Also jetzt einfach nur objektiv gefragt. Ich verstehe es nicht ganz. Oder ist es vielleicht, damit du... ich könnte mir nur einreden lassen. Oder es macht jetzt nur Sinn für mich, dass du sagst, okay, da hast du halt vielleicht andere Umgangsformen oder so. Oder du verwendest vielleicht andere... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Weil es in der Nähe ist. Okay, letzte Ölung. Manchmal gibt es kein anderes in der Nähe. Okay, das ist dann einfach Freestyle. Aber warum mache ich denn als Kirche ein christliches Krankenhaus auf, zum Beispiel? Also legit. Also ich könnte es auch ein christliches Kino aufmachen, aber halt warum? Das machen bei uns die Finanzämter. Und das hat zwei Vorteile. Der erste ist, dass das Geld dann auch safe bei den Kirchen ankommt. Denn die Kirchensteuer wird bei uns über den Gehaltszettel abgerechnet, direkt von den Finanzämtern eingezogen und dann an die Kirchen weitergeleitet. Ja, zweitens sparen sich die Kirchen aber auch richtig viel Geld, weil die sich so nicht extra Leute anstellen müssen, die sich um die Kohle kümmern. Das machen bei uns ja die Finanzbeamten vom Staat. Der Staat wiederum behält dafür einen kleinen Teil der Kirchensteuer ein. Für beide Seiten ist das also ein gutes Geschäft. Und wie viel Kirchensteuer zahlt man eigentlich so? Dafür mache ich mal eine kleine Rechnung. Ich weiß es nicht mal. War am Beispiel von meinem Kumpel Dom. Der hat gerade seinen ersten Job in Frankfurt angefangen und verdient jetzt 3.400 Euro in 10 Jahren. Pro Monat. Auf sein Gehalt zahlt er 409 Spaß. Euro Einkommensteuer. Frankfurt, okay. In Hessen zahlt er auf diese 409 Euro nochmal 9% Kirchensteuer. Das ergibt dann fast 37 Euro im Monat. Aber es geht. Von 3.400 Euro... Ein The Zone-Abo im Monat, das ist leistbar. Das Ding ist nur, immer weniger Menschen haben Bock darauf, diese Kirchensteuer auch zu bezahlen. Aber ich bilde mir ein, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, ich bilde mir ein, dass das bei mir so war, gut, das war ja auch in Österreich, ne? Das war ja nicht in Deutschland, dass ich, dass sich das quasi akkumuliert und irgendwann mal bekommst du einen Brief und dann musst du das quasi mit einem Zahlschein einzahlen. Ich glaube, das wurde nicht. Wie ist das in Österreich? Weil ich bilde mir ein, das wurde nicht automatisch vom Gehaltszettel abgezogen. Oder vielleicht war das auch anders, weil ich Lehrling war.
Aber das ist das Ding. 37 Euro, das ist ja fast ein Rocket League Torjubel. Ja, ohne Spaß, ohne Spaß. Kann man aussteigen? Natürlich, natürlich. Wir sind hier nicht bei Scientology. Ich bin damals ausgestiegen, 2021 oder 20 herum. Also ich wollte eigentlich immer schon aussteigen, nur, weißt du, ich war mir da noch nicht sicher, weil generell in meiner Familie sind viele Leute halt in der Kirche, aber meine Familie ist jetzt keine krass religiöse oder so. Also so meine Familie, die aus dem polnischen Teil kommt, dann doch eher, aber jetzt auch nicht so. Also, weißt du, die Generation, weißt du, von jetzt zum Beispiel meinen Eltern oder mir halt eigentlich nicht. So, und ich habe dann irgendwann mal einfach, da brauchst du deine Geburtsurkunde, also halt eine Kopie und noch irgendwas, keine Ahnung. Und dann schickst du denen das einfach, ich glaube per Mail geht das auch, schickst du denen das und dann habe ich nochmal einen Brief bekommen, wo drin steht, grüß Gott, das ist ja überhaupt der beste Joke, da hat sich einer lange überlegt, grüß Gott und ja, wollen sie das wirklich machen, wollen sie da wirklich austreten und sowas, also du bist schon offiziell ausgetreten, aber du bekommst quasi nochmal die Chance oder die Option, dass du mit dem örtlichen Priester oder wie auch immer, dass du mit dem nochmal sprichst und dann das nochmal durchgehst und sowas und was das für dich bedeutet und so. In Wahrheit, mir war das egal, weil zum Beispiel, da gibt es immer wieder das Argument, naja, du kannst ja nicht kirchlich heiraten. Er ist gut und schön, aber ich meine, ich habe es ja auch nicht vor, ich will ja austreten. So. Also ich trete aus, weil ich nicht an die Religion glaube. Deswegen würde es keinen Sinn machen für mich, in einer Kirche zu heiraten. So, weißt du, was ich meine? Ich werde jetzt auch nicht in einer Moschee heiraten, ganz einfach, weil ich nicht an den Glauben glaube. Das, the fuck? Oder mit, wenn du stirbst, dann kommt da keiner und quasi segnet dich nochmal am Ende und sowas. Und das ist ja okay für mich, weil genau das ist ja der Plan. Ich möchte auch keinen Segen von irgendjemandem haben, wenn ich nicht daran glaube. Das ist das Ding. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat mal eine Umfrage gemacht, warum die Leute eigentlich aus der Kirche austreten. Aber das stimmt, ich habe auch einen handgeschriebenen Brief bekommen. Da habe ich mir gedacht, Props, aber ich habe ihn dann halt weggeworfen, weil ich meine, aufheben werde ich ihn mir nicht. Und guck mal, da war die Kirchensteuer auf Platz 2 der meist Missbrauchsskandale, die Hälfte, achso, nein, nicht die Hälfte, aber 49% Kirchensteuer, schwindelnder Glaube, okay, Reformstau, sonstiges. Genannten Gründe. Noch öfter wurden nur die Missbrauchsskandale genannt. Wie dramatisch all die Austritte für die Kirchen sind, zeigt diese Grafik hier. In den letzten 10 Jahren haben die Kirchen über 5 Millionen Mitglieder verloren. Eigentlich hätten die Einnahmen der Kirchen deshalb ja fallen müssen. Das Verrückte ist aber, dass in der Wirklichkeit genau das Gegenteil passiert ist. Guckt euch das mal an. In den letzten 10 Jahren sind die Einnahmen durch die Kirchensteuer angestiegen. 2022 haben die beiden Kirchen zusammen einfach über 13 Milliarden Euro an Kirchensteuern eingenommen. Wenn meine Partnerin das wollen würde, in der Kirche zu heiraten, dann wäre das für mich kein Problem, dann können wir das machen, wenn der Priester dann mich irgendwie reinlässt oder so, aber wir das sicher machen. Also in meinem Fall ist es nicht so, aber es wär mir egal. So, weißt du, ich meine, ich, keine Ahnung, ich kann auch beten mit irgendjemandem, wenn er das möchte und sowas. Ich glaube halt nur nicht dran. Absoluter Rekord. Und ich habe nichts gegen den Glauben. Obwohl im Jahr etwa 900.000 Menschen ausgetreten sind. Okay. Aber wie? Inflation? Ihr fragt euch jetzt bestimmt. Wie kann das denn sein? Achso, durch die Unternehmen, ne? Das ist ja komisch. Wie kann das denn sein? Schauen wir uns deshalb nochmal eine andere Grafik an. Keine Angst, ja. Ist erstmal die letzte. Die zeigt die Entwicklung des durchschnittlichen Bruttolohns in Deutschland. 2013 lag der bei etwa 2600 Euro. Das ist so lächerlich. Der ist so, es ist schon gut gestiegen, aber halt. Mittlerweile sind es etwa 3300 Euro. Ich habe das Gefühl, so innerhalb von 4 Jahren oder sowas entwertet sich das Geld teilweise so 80%, aber alles ist so fast doppelt so teuer. Also auch die Einkommen der Kirchenmitglieder sind in den letzten 10 Jahren ziemlich stark angestiegen. Und damit auch die Kirchensteuer, denn die ist ja vom Einkommen abhängig. Langfristig können die steigenden Löhne die fehlenden Mitglieder aber nicht mehr ausgleichen. Das zeigt das letzte Jahr. Auch da sind die Einnahmen aus der Kirchensteuer im Vergleich zum Vorjahr angestiegen. Nach Abzug der Inflation sind sie allerdings leicht gefallen. Das Ding ist aber, selbst wenn du kein Kirchenmitglied mehr bist, dann gibst du trotzdem Teile deines Gehalts an die beiden Kirchen ab. Womit wir bei Gebot Nummer 3 für den Businesserfolg der Kirchen wären. Du sollst teure Forderungen stellen. Um diese Forderungen zu verstehen, springen wir mal kurz ins Jahr 1803. Deutschland hat damals gerade den Krieg gegen Napoleon verloren und deshalb Gebiete links vom Rhein an Frankreich verloren. Ha! Schau dich an. Ja, warte mal, da haben wir. Schau dich an, wie das ausschaut. The fuck, das war alles Bayern? Bruder, das ist ja sowas von weird hier. Warte mal, ich mache hier ganz kurz den Ding weg. Ah, hier haben wir Österreich.
Spritzgulasch 69 spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Österreich, da haben wir Vienna, Graz, Klagenfurt in der Haus tonight. Okay, sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Dann haben wir fett Bayern und dann lauter so geschießt, geschasti. Was ist hier? Hohenzollern. Vorder was? Vorder, ist das einfach nur Vorder. Ist aber eine interessante Karte. Ich mag solche alten Karten, weil dann kriegst du wirklich so den Überblick darüber, was da wirklich so passiert ist. Ne? Das fanden die Fürsten von Preußen, Baden und Bayern alles andere als toll. Die Fürsten der deutschen Staaten haben deshalb Gebiete rechts vom Rhein zugesprochen bekommen. Das Problem ist nur, diese Gebiete haben eigentlich schon der Kirche gehört. Weil der Kirche also Gebiete weggenommen wurden, soll sie finanziell entschädigt werden. Diese Entschädigung gab es aber nicht als Einmalzahlung, sondern als laufende Zahlung. Womit wir wieder im Heute sind. Denn obwohl das Ganze schon mehr als 200 Jahre zurückliegt, laufen diese Zahlungen immer noch. Die heißen mittlerweile aber nicht mehr Entschädigungen, sondern Staatsleistungen. Und die sind sogar im Grundgesetz verankert. Diese Entschädigungen werden von Jahr zu Jahr nicht etwa kleiner, sondern größer. Schaut mal. Allein in den letzten 10 Jahren hat Deutschland den Kirchen pro Jahr 500 Millionen Euro überwiesen. Also wer das ausgehandelt hat damals, der, Bruder, das ist der beste kirchliche Deal in der Geschichte. 2023 waren es sogar etwas mehr als 600. Jedes einzelne Jahr 500 Millionen Euro. Einfach so. Millionen. Ziemlich viel Kohle also. Klar, dass Deutschland die Zahlungen deshalb liebend gerne stoppen würde. Und die Kirche wäre dazu auch grundsätzlich bereit. Ein Vertreter der Bischofskonferenz hat uns dazu geschrieben, als Kirche stehen wir grundsätzlich bereit, uns an Gesprächen zur Ablösung der Staatsleistungen zu beteiligen. Für uns bleibt entscheidend, dass die Ablösung die Kirchen in die Lage versetzen soll, die bisher mithilfe der Staatsleistungen finanzierten Aufgaben dauerhaft finanziell decken zu können. Ja, was soll das heißen? Innerhalb der nächsten 10 Jahre werden es über 5 Milliarden Euro sein. Das heißt, das müssten dann schon so, ich sag mal, wenn wir so auf die nächsten 1000 Jahre rechnen, so, ja, oder lass es von mir aus eine geringe Summe von so 200 Milliarden Euro sein. Okay, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Die Kirchen fordern einmal eine fette Ablösezahlung, damit sie auf die jährlichen Zahlungen verzichten. Dafür stehen mindestens 10 Milliarden Euro im Raum. Die Antwort von Deutschland darauf: Das ist doch viel zu wenig, da kannst du viel mehr rausholen. War bislang folgende. Die kriegst du nicht, Alter. Bro, ich würde das zahlen. Das sind 20 Jahre, dann ist es gone. Mit den Das läuft seit 200 Jahren. What the fuck? Wer sitzt denn bei euch in der Regierung? Staatsleistungen werden unter anderem diese Herren hier bezahlt. Das Gehalt von Bischöfen unterscheidet sich je nach Bundesland. Ein Bischof in Thüringen kassiert etwas mehr als 5.000 Euro. In Bayern sind bis zu 13.000 Euro im Monat drin. Dazu kommt in vielen Fällen ein Dienstwagen samt Fahrer und eine Wohnung, die bekanntlich auch mal ein bisschen üppiger ausfallen kann. Und so was Prunksüchtiges. Nee, also das steht nicht in der Bibel. Stein des Anstoßes, Bischof Thebarts van Elst. Seiner Exzellenz werden autoritärer Führungsstil, Intransparenz und Verschwendung vorgeworfen. Der Staat finanziert die Kirchen aber auch indirekt. Die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung haben das mal zusammengetragen. Kirchliche Einrichtungen zahlen beispielsweise keine Steuern auf Zinserträge oder Immobilien. Für Baugenehmigungen oder den Notar werden keine Gebühren fällig. Wie viel Geld die Kirchen dadurch sparen, dazu gibt es leider keine Zahlen. Fassen wir das. Ich finde es unfassbar spannend, dass ein Land so extrem pingelig, auch zu Recht natürlich, ist auf die Staatseinnahmen, außer wenn es um wirklich große, große Summen geht. Jo, Alex, danke schön. Mal kurz zusammen. In Deutschland treibt für die Kirchen rund 13 Milliarden Euro Kirchensteuer ein und überweist jährlich rund 600 Millionen Euro Entschädigungen für einen Vorfall, der über 200 Jahre her ist. Aber zu dem, was jetzt kommt, ist das nur Kleingeld. Der größte private Arbeitgeber in Deutschland ist die Schwarzgruppe, also das Unternehmen, das unter anderem hinter Lidl und Kaufland steckt. Dort arbeiten einfach 575.000 Leute. Ein gigantisches Imperium also. Das ist von den Kirchen aber locker übertroffen. Für die arbeiten ungefähr 1,8 Millionen Menschen. Noch mehr Mitarbeiter hat bei uns nur noch der Staat. Für den aber 1,8 Millionen Menschen, also so jeder 40. Mensch oder jeder so, keine Ahnung, 44. Mensch in Deutschland arbeitet bei der Kirche? Real? In Deutschland sogar mehr als 5 Millionen Menschen. Aber zurück zur Kirche. Vielleicht. Na gut, das macht Sinn, da fällt ja auch, keine Ahnung, von Politiker über Polizist über, weiß ich nicht, Feuerwehrmensch. Und Ding fehlt alles darunter. Frag ich euch jetzt, wo arbeiten die denn alle? Ich sag mal so, sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche besitzen beide ein eigenes Mega-Unternehmen. Und die heißen Diakonie und Caritas. Insgesamt betreiben die etwa 550 Krankenhäuser, 1550 Pflegeheime und 19.000 Kitas.
Und was denkt ihr? Wie viel der 13 Milliarden Euro Kirchensteuer stecken die Kirchen in Krankenhäuser? Eine. Die Antwort lautet... Zero! Fuck, das wäre mein zweiter Tipp gewesen. Kein einziger Cent der Kirchensteuer landet bei den christlichen Krankenhäusern. Das hat uns die Caritas auf Anfrage auch nochmal bestätigt. Bei entgeltfinanzierten Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Einrichtungen der Behinderten- und Jugendhilfe beträgt der Finanzierungsanteil über die Kirchensteuer in der Regel 0%. Und auch bei den Kitas und den Altenheimen kommt relativ wenig von der Kirchensteuer an. Okay, womit wo landet das Geld? Womit wir beim Businessgebot der Kirchen sind. Du brauchst das perfekte Marketing. Und das mache ich am besten nochmal an meinem Kumpel Domi deutlich. Liebe Grüße an dieser Stelle. Bevor Domi seinen neuen Job angefangen hat, hat er einen Freiwilligendienst bei einem Krankenhaus der Caritas absolviert. Er ist zwar nicht wirklich gläubig, hat dort aber eine geile Zeit gehabt und will deshalb auch nicht aus der Kirche austreten. Immerhin supportet er damit sein Krankenhaus von früher. Dass nichts von der Kirchensteuer beim Krankenhaus landet, weiß er nicht. Woran das liegt? Vielleicht, weil Kirchenvertreter immer wieder solche Sätze raushauen. Die Kirchensteuer bleibt wichtig, damit all das, was die Kirche tut, auch in den sozialen Bereichen weiterhin finanziert werden kann. Wohin fließt das Geld auf Ernst? Wie wichtig die Kirchensteuer für die Caritas und Diakonie wirklich ist, hat Kirchenfinanzexperte Freak einmal ausgerechnet. Sein Ergebnis? Von Caritas Diakonie sind es rund 2%. Also gerade mal 2% der Kosten von Caritas und Diakonie tragen die Kirchen selbst. Ob es wirklich nur 2% sind, ist aber nicht ganz klar. Auch das ist ziemlich undurchsichtig. Lass die Schätzung von mir doppelt so hoch sein. Auf Nachfrage hat uns die Diakonie geschrieben, dass sie dazu keine Zahlen erhebt. Eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft... Sie erheben keine Zahlen dazu? Wie kann denn das funktionieren? ...geht von bis zu 10% aus. Die Kosten für die Wohlfahrtsverbände sind jedenfalls gigantisch. Zusammen. Bruder, ich bin irgendein Hans Wurst und ich muss alles dokumentieren, was ich mache. Die haben keine Ahnung, wie viel die da kriegen. Kosten sie insgesamt einfach 50 Milliarden Euro im Jahr. Wichtig an dieser Stelle ist aber, dass Caritas und Diakonie nicht gewinnorientiert arbeiten. Die Kirche verdient also keine Kohle mit ihnen. Für das Image der Kirchen sind sie trotzdem super wichtig. Denkt an meinen Kumpel Domi und seinen Freiwilligendienst. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hä? Aber warum lässt sich der Staat dann auf so einen Deal ein? Naja, unter anderem, weil es günstiger ist. Alleine für die Diakonie arbeiten über 700.000 Ehrenamtliche. Bei der Caritas sind es geschätzt 500.000. Und das spart dem Staat jede Menge Geld, denn Ehrenamtliche werden ja nicht bezahlt. Das ist für beide Seiten also ein guter Deal, denn erstens, die Kirchen sind die Wohltäter und zweitens, der Staat spart Geld. Dann passt doch alles, oder? Naja, nicht für alle. Kirche entlässt lesbische Frau. Fall jetzt vor Gericht. Kirche entlässt Mitarbeiter wegen Ehebruchs. Wegen Scheidung. Diözese entlässt Betriebsratschef. Womit wir bei Gebot Nummer 5 für den Erfolg des Geschäftsmodells der Kirchen sind. Okay, was wäre... Jetzt kommt's, Freunde. Was wäre, wenn ich die lesbische Frau bin und ich lasse mich von meiner Frau scheiden? Ah, wohin wollen wir jetzt? Jetzt entlassen sie mich dann oder ist es dann wieder und gut? Und das lautet, du brauchst dein eigenes Arbeitsrecht. Dieses Gebot hat seinen Ursprung, by the way, in der Weimarer Reichsverfassung und steht heute noch Maria. Vor dem Grundgesetz. Genau das ist der Grund, warum die... Ich kann Leute einfach Freestyle entlassen. Ich kann einfach Leute entlassen, wenn sie sagen so, yo, keine Ahnung. Ich bin Fan von Rapid Wien. Katholische oder? Kirche, Homosexuelle und Geschiedene völlig legal feuern darf. Wobei man da echt sagen muss... Wir haben Steffen Hoffmann mal gesehen im Schwimmbad. Dass selbst die katholische Kirche gerade immer entspannter wird. Die hat ihr Arbeitsrecht 2022 liberalisiert. Künftig soll dann die private Lebensgestaltung, insbesondere Beziehungsleben und Intimsphäre, wie etwa Wiederheirat nach einer Scheidung oder einer Homo-Ehe, keinen Anlass mehr für Entlassungen bieten. Das ist gut. Künftig nicht mehr. Schauen wir mal, ob das wirklich was wird. Was wird? Anders sieht es beim Thema Streik aus. Der sind Unternehmen mit kirchlichen Trägern nach wie vor verboten. Die Deutsche Bischofskonferenz begründet das so. Streitigkeiten werden idealtypischerweise im geschwisterlichen Gespräch gelöst. Okay, schauen wir uns die ersten 5 Businessgebote der Kirchen nochmal zusammen an. Sie hat ein diversifiziertes Geschäftsmodell. Sie besitzt eine mächtige Finanzabteilung, sie stellt teure Forderungen, betreibt das perfekte Marketing und besitzt ein eigenes Arbeitsrecht. Und Leute, glaubt mir, der vielleicht wichtigste Punkt auf dieser Liste kommt erst noch. Staat und Kirche sind bei uns nicht strikt getrennt. Sie könnten einen Teil von den 13 Milliarden dafür verwenden, dass es so, jetzt blöd gesprochen, nicht zu Propaganda oder so. Wobei, Torek, schau dir mal Torek an, der ist schon ordentlich begeistert.
Also ich sag dir, also das ist keine Verschwörung, dass irgendwie Torek von der Kirche bezahlt wird oder sowas, aber wenn du mir so, gib mir so 10.000 oder sowas, dann, na gut, mach mal, die haben eh so viel Geld, mach mal 30.000 oder so, gib mir 30.000, da bin ich auch extrem begeistert, wenn ich da über Dinge rede und sowas. Dann sage ich euch auch, haha, hier, die Schwulen, wir müssen sie heilen. Im Grundgesetz steht zwar, es besteht keine Staatskirche. Und danach dusche ich in Kohle. Dass dieses Gesetz aber ziemlich weit interpretiert wird, haben wir uns ja vorhin schon mal angesehen. Der ist in irgendeiner Freikirche? Ich dachte, der ist einfach so straight in Ding, füll mich, ey, für 30.000. Richtig offensichtlich wird die, ich nenne es mal, Partnerschaft von Kirche und Staat in den Schulen. Dort ist Religionsunterricht als einziges Fach im Grundgesetz vorgeschrieben. In der Praxis wird aber meistens nur die christliche Lehre angeboten. Dazu kommen über 30 christliche Fakultäten an Universitäten, die der Staat finanziert. In der Praxis liest dir dein Lehrer irgendwelche Kinderbücher vor, sowas bei mir. Und damit die Ausbildung von Pfarrern, Bischöfen oder dem Papst bezahlt. Außerdem werden Kirchenvertreter immer wieder in wichtige politische Ausschüsse berufen. Kein Witz, 2015 saß sogar ein Bischof in einer Sonderkommission der Bundesregierung, die den Ausstieg aus dem Atomstrom managen sollte. Nukular. Das Wort heißt Nukular. Womit wir beim Businessgebot Nummer 6 der Kirchen sind. Du brauchst eine starke Lobby. Einer Studie von 2015 zufolge arbeiten angeblich etwa 100 Lobbyisten für die Kirchen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Schätzung. Wie viele Lobbyisten die Kirche wirklich beschäftigt, ist ziemlich schwer zu sagen. Ja, safe mehr. Denn anders als Unternehmen müssen sich Kirchenvertreter oder Gewerkschafter nicht im Lobbyregister eintragen lassen. Und diese starke Lobby ist aus folgendem Grund wichtig. Sie hilft dabei, das Geschäftsmodell zu schützen, das sich die Kirche über Jahrzehnte aufgebaut hat. Und das ist auch völlig normal. Andere Unternehmen machen das auch so. Genau das sagt auch Carsten Frerk. Er sieht nur ein Problem. Das Intransparente, das ist im Grunde das Entscheidende. Am Beispiel der Kirchen kann man gut sehen, worauf es bei unternehmerischem Erfolg ankommen kann. Gibt es eigentlich auch Steuern in anderen Regionen, habe ich mich immer gefragt. Ich denke schon. Im Islam gibt es das, denke ich auch. Aber ich glaube, da wird es irgendwie anders gemacht. Ich bilde mir ein, ich habe mal gehört, aber korrigiert mich gerne, falls ich da falsch liege. Das ist irgendwas, was ich mal gehört habe. Dass du das Geld selbst, dass du es nicht an die Kirche gibst, sondern dass du es quasi einfach an irgendwen gibst, der das Geld braucht oder so. Also, dass du es irgendwie spendest oder so. Na, kann das sein? Vor allem ihr cleveres Marketing und ihre enge Zusammenarbeit mit dem Staat hat sie dahin gebracht, wo sie heute... Das ist businesstechnisch ein Scheißdreck, ja. Wir brauchen das Geld. Stehen. Neben dieser gut durchdachten Strategie haben sie an manchen Stellen aber auch einfach Glück gehabt. Das zeigen die milliardenschweren Entschädigungen, welche die Kirchen heute immer noch kassieren. Ja, also das ist ein Joke. Innerhalb der nächsten so 15 Jahre oder 16, 17 Jahre oder sowas... Ist dieser Betrag von 10 Milliarden Euro eh schon wieder erfüllt? Ich verstehe dieses Modell nicht. Aber natürlich sind die Kirchen keine Unternehmen im klassischen Sinne. Ich meine, klar, sie sind an Firmen beteiligt. Aber auf der anderen Seite leisten sie auch super wichtige Arbeit, die völlig unabhängig von Geld ist. Ich denke da vor allem an Notfallseelsorge oder Jugendarbeit. An dieser Stelle deshalb auch mal ein Shoutout an die Millionen Ehrenamtlichen, die sich im Dienst der Kirchen engagieren. Shoutout! So. Das war unsere Analyse zum Business der großen beiden Kirchen in Deutschland. Witzig, witzig, spritzig. Und by the way, auch dieses Video ist eigentlich eine Lobbyistenvereinigung. Das ist hier Funk und sowas. Aber das war ein gutes Video. Interessant. Ich finde es schade, dass man darüber nicht so gut aufgeklärt ist, weil es ist eigentlich kein Thema. Es ist auch für mich kein Thema. Ich habe auch immer schon gewusst, dass die Kirche viel Geld hat, dass die Kirche auch viel Geld für vielleicht unnötige Sachen verprasst oder so. Aber ich finde es schade, dass es Rafi spendet 3 Euro auf entspannten Rafi, Johannes. Rafi, Dankeschön. Aber ich finde es schade, dass es so, keine Ahnung, dass dieses Image so verzerrt ist, weil du hast genug Geld und du hast genug Krankenhäuser. Warum steckst du das Geld nicht in die Krankenhäuser? I don't know.